Und dort kann man Folgendes nachlesen. Ein Clan war ursprünglich eine größere Familiengruppe in Schottland, die ein abgegrenztes Gebiet bewohnte und ihre Herkunft auf einen gemeinsamen Urahn zurückführte. Ja, davon abgeleitet versteht die Ethnologie unter einem Clan bei ethnischen Gruppen und indigenen Völkern einen Familienverband, der sich zwar auf eine gemeinsame Herkunft bezieht, diese zumeist sagenhafte Abstammung aber nur ungenau oder widersprüchlich herleiten kann. Ja, das ist also die Clan-Definition auf Wikipedia. Und über die offiziellen Definitionen, wie im Bundeslagebild des WKA hinaus, gibt es natürlich auch weitere wissenschaftliche Definitionen, die auch zahlreich vorhanden sind. Hier habe ich aber nochmal eine rausgesucht, die auch im Zusammenhang mit der Überschrift dort Grenzen des Begriffs ja, aus meiner Sicht sehr treffend ist, nämlich von Thomas Ziegelmann, einem Privatdozenten an der FU in Berlin. Und der hat gesagt, wichtig ist, dass die Verwandtschaft meist fiktiv, also konstruiert ist. Clanmitglieder berufen sich auf Urväter, die es so gar nicht gegeben haben muss. In Bezug auf arabische Großfamilien habe sich der Begriff durchgesetzt, ohne dass es dafür eigentlich eine wissenschaftliche Begründung gäbe. Ja, das hatte ich aber zwischendurch jetzt schon erwähnt, dass eben die wissenschaftliche Grundlage in diesem ganzen Phänomenbereich inklusive einer Definition, was ist eigentlich Clankriminalität, eher dürftig ist. Ja, weitere Grenzen dieses Begriffs, die man, wenn man sich in der Praxis auch mit Kriminalität in Gänze beschäftigt, sind folgende, die ich hier mal als Fragen einfach formuliert habe. Also, welche Kriterien führen eigentlich zu Abgrenzung der organisierten Kriminalität? Welche Kriterien führen zur Abgrenzung der Wirtschaftskriminalität, der Korruption, der Umweltkriminalität, der Rauschgiftkriminalität und so weiter? Also es ist schwierig, Begriffe oder Phänomene ganz sauber und strikt zu trennen, weil es natürlich ja, im Bereich auch der Clankriminalität ganz klare Überschneidungspunkte oder wie gesagt auch Tätigkeitsfelder der Clans gibt in diesen Bereichen, die ich hier auf der Folie habe, aber natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Also die Abgrenzung ist relativ schwierig. Clankriminalität in Deutschland, ein paar Zahlen auch aus dem Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität 2018 vom BKA. Und das sind hier Zahlen, die ja, die organisierte Kriminalität in Gänze umfassen. Also nicht, dass die Zuschauer hier und Zuschauerinnen in MV jetzt die Zahl 17 in MV sehen auf dieser Karte. Nein, das ist erstmal die organisierte Kriminalität in Gänze. Und ich will einfach mal diesen Vergleich aufstellen, auch mit den Zahlen. Sie sehen hier in der Tabelle die Vergleiche zwischen 2018 und 2017. MV hatte 2017 12 Fälle und dann in 18 sind es 17. Und daneben habe ich nochmal gestellt, welche Bundesländer dann am meisten betroffen waren. Jetzt wird hier eine Verbindung aufgebaut. So, ich hoffe, wir sind wieder zurück. Ich gehe auch davon aus, dass Sie mich wieder sehen und verstehen können. Ansonsten kriege ich ja eine Rückmeldung. Ja, ich war hier stehen geblieben bei den aktuellen Zahlen der organisierten Kriminalität aus dem Bundeslagebild des BKA. Und neben MV mit 2018-17 Verfahren habe ich hier einfach nur nochmal aufgelistet, welches Bundesland die meisten und die wenigsten hatten. NRW, Nordrhein-Westfalen mit 107 Verfahren in 2018 und Bremen und auch Thüringen jeweils mit 4. Insgesamt sind die Zahlen, wenn man die Gesamtkriminalität betrachtet, mit 535 äußerst oder sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich dieses Phänomens natürlich anzunehmen, keine Frage. Dann habe ich mal aufgelistet aus dem Bundeslagebild, damit wir alle wissen, worum es hier eigentlich geht. Die Verfahren, also die 45 Verfahren jetzt der Clankriminalität im Bund gesamt, 45, dann auch nochmal aufgelistet, mit welchen ja,
Biografien es wir hier zu tun haben. Und da dominieren in 24 Verfahren arabischstämmig, gefolgt von Westbalkanstaaten, gefolgt von Türkei, Maghreb-Staaten und auch der anderen Herkunft mit 9. Und auch, damit Sie es auch mal gesehen haben, die Deliktsbereiche, in denen wir von Clankriminalität eigentlich sprechen, das sind dominierend auf Platz 1 mit 23 der Rauschgifthandel oder Schmuggel, gefolgt von Eigentumsdelikten. Und die anderen Delikte, die hinterherkommen, sind relativ gering. Also vorrangig haben wir es hier mit Rauschgift und Eigentumsdelikten zu tun gehabt in 2018. Diese 45 Verfahren der Clankriminalität, die haben sich natürlich auch im gesamten Bundesgebiet verteilt. Und wie Sie hier sehen, sind aber nicht alle Bundesländer betroffen. Dominierend hier auch 2018 Nordrhein-Westfalen mit 22 Verfahren, gefolgt von Bayern, Berlin, Saarland und so weiter. Bei den Tatverdächtigen hatten wir es in den Gesamtverfahren insgesamt mit 654 Tatverdächtigen zu tun, wovon dominierend hier libanesisch war, aber knapp gefolgt von der deutschen Staatsangehörigkeit. Wobei bei der deutschen Staatsangehörigkeit und Tatverdächtigen zu sagen ist, dass auch da teilweise arabischstämmige Migrationshintergründe vorhanden sind oder waren. Ja, aus dem Bundeslagebild ergibt sich noch folgende Merkmale zu den dort handelnden kriminellen Personen. Also die kriminellen Mitglieder arabisch- oder türkeistämmiger Clans betätigen sich zunehmend im Bereich der organisierten Kriminalität, OK abgekürzt, und decken dabei eine ganze Reihe unterschiedlichster Deliktsbereiche ab. Vielfach treten die Clan-Angehörigen mit Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Erscheinung, die zu einem überwiegenden Teil auf den Bereich der Allgemein- und Massenkriminalität entfallen. Also wir hören ja mal viel von spektakulären Einzelfällen, aber im Grunde geht es eher, wenn man tiefer hineinschaut, um Allgemein- und Massenkriminalität. Oft kommt es im Zusammenhang mit diesem Personenkreis zu sogenannten Tumultlagen. Dabei kann es sich auch um rivalisierende Auseinandersetzungen von streitenden Clans handeln, die natürlich dann auch in der Öffentlichkeit sehr präsent sind. Ja, und generell kann man sagen, dass den arabisch-türkeistämmigen Clans ein hoher Abschottungsgrad nach außen zugeschrieben wird. Das hat auch noch Folgewirkungen, die ich hier auch gleich nochmal nennen kann. Aus dem Projekt KEEAS der Polizei NRW, die sich auch mal mit diesem Milieu oder mit diesen Phänomenologie auseinandergesetzt haben, habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich Ihnen präsentieren möchte, damit Sie wissen, um was es geht. Also auch die Clankriminalität beteiligt sich immer in aktuell prosperierenden Phänomenbereichen, so wie aktuell auch das sogenannte Call-ID-Spoofing. Ja, dabei sind überwiegend in der Türkei betrügerische Callcenter, die betrieben werden, die mit gefälschter Anrufkennung und gezielter Nötigungshandlung bevorzugt in Deutschland ansässige Senioren telefonisch kontaktieren und dann unter einem Vorwand oder unter dem notwendigen Druck Geldzahlung veranlassen. Ja, das Phänomen nennt sich auch sonst Enkeltrick, so kann man es auch beschreiben, Call-ID-Spoofing. Also auch da sind Familien oder da wird auch im Bereich der Clankriminalität natürlich versucht, Geld zu generieren. Insgesamt kann man allerdings sagen, wie es der Eingangssatz schon suggeriert, dass alles, wo man im Prinzip Geld irgendwie bekommen kann, da ist die organisierte Kriminalität natürlich immer dabei und damit auch die Clankriminalität. Eine weitere Ausprägung clantypischer Kriminalität ist auch die Nutzung des Kraftfahrzeugsgewerbes. Und das hat nicht nur was mit dem Handel im Kraftfahrzeuggewerbe zu tun, sondern in einem legalen Rahmen gekleidete Tätigkeit, die bietet im Prinzip die logistischen Möglichkeiten für unter anderem den BTM-Handel und Schmuggel sowie für alternative, nicht regulierte Formen des Geldtransfers. Also im Bereich der Geldwäsche sind wir dann.
aber auch für die Unterstützung jedweder krimineller Handlung durch die Möglichkeit oder durch die einfache Möglichkeit, nur Kraftfahrzeuge immer zur Verfügung zu stellen. Die Abschottung dieser Clans hat, wie ich bereits erwähnte, auch eine Folge, nämlich auch die Ablehnung des deutschen Rechtsstaats. Was ist damit gemeint? Ja, aufgrund der in den Herkunftsländern gewonnenen Lebenserfahrung nehmen Clanmitglieder den Staat und seine staatlichen Organe als feindliches Unterdrückungsinstrument wahr. Also als Ausdruck der Folgen mangelnder Integration und eines ungewissen Aufenthaltsstatus vieler Libanesen und den sogenannten M-Kurden dient auch die außergerichtliche Streitbeilegung dazu, Öffentlichkeit dann in dem Sinne auch zu vermeiden und möglicherweise durch Entdecken bestimmter Streitigkeiten auch Abschiebungen zu verhindern. Dabei fungieren oft in diesen Milieus sogenannte Streitschlichter, die auch Friedensrichter genannt werden. Dann ist es eben so, dass auch diese Konflikte oder die Streitigkeiten, die entstehen, von den Angehörigen häufig als reine Privatsache angesehen werden, in die sich der Staat nicht einmischen darf oder soll. Ja, das fängt von Kleinigkeiten an bis zu gegenseitigen Körperverletzungen, die dann trotzdem untereinander in diesen Clans oder zwischen den Clans durch sogenannte Schlichter verhandelt werden und nicht dem deutschen Rechtssystem oder Rechtsstaat eigentlich bekannt werden. Ja, auch hier hatte ich nun schon ein, zwei Sachen mal kurz angeschnitten in diesem Vortrag. Wenn wir über herausragende Fälle reden, das ist ja das, was ich sag mal, die Bevölkerung dann immer in Aufruhr versetzt, was auch verständlich ist natürlich. Dann hatten wir ja ein paar herausragende Einzelfälle, von denen will ich hier auf vier Stück einmal eingehen. Also das war der sogenannte Pokerraub im Hyatt Hotel 2010. Dort wurden während eines Pokerturniers knapp 242.000 Euro erbeutet. Und wie sich Ermittlungen ergeben haben, ist das auch einem Clan zuzuordnen. 2014 hatten wir den Überfall auf das KDW, auch in Berlin. Und dort wurden 817.000 Euro erbeutet. Und dort ist gezielt in ein Juweliergeschäft eingestiegen worden. Und man hat Rolex-Uhren und teuren Schmuck entwendet. Insgesamt dauerte die Aktion 79 Sekunden. Davon gibt es Videoaufnahmen und hatte unter anderem 13 Verletzte zur Folge. 2017 hatten wir den Einbruch in das Bode-Museum und wer sich da erinnern kann, dort wurde eine 100 Kilogramm Goldmünze, die Big Maple Leaf, entwendet und die ist bis heute nicht aufzufinden. Als viertes sei nochmal erwähnt, der Überfall auf einen Geldtransporter, auch in Berlin. Dieser Geldtransporter wurde mit zwei Fahrzeugen ausgebremst und eingekeilt. Mehrere vermummte Männer sprangen dann aus den Fahrzeugen. Sie waren schwer bewaffnet mit Maschinengewehren und haben die Besatzung des Transporters in Schach gehalten. Der Transporter wurde von hinten aufgeschnitten. Dazu hat man sich Spezialwerkzeug besorgt, was man vorher bei einer Baufirma, Spezialbaufirma, entwendet hat. Und es ist eine, ja, Millionen wurden quasi entwendet und die Täter sind dann geflüchtet mit ihren Fluchtfahrzeugen. Die Polizei hat das aber mitbekommen durch einen Streifenwagen, der in der Nähe war. Und es kam auch zu einer Schießerei, in dem auch auf das Polizeiauto geschossen wurde. Und letztendlich ist der flüchtende PKW in einen Unfall verwickelt worden. Und die Täter sind fußläufig gestürmt, aber zumindest konnte die Millionenbeute gesichert werden, sozusagen. Die ist also wieder da. Ja, das sind so vier spektakuläre Fälle, die natürlich in den Medien und in der Politik Aufmerksamkeit auch für das Thema erzeugt haben. Die Frage ist, gibt es Bezüge nach MV? Da will ich mal ein Zitat auf diese Folie hier werfen.
bei dem unser Innenminister Herr Cafier bei der Vorstellung des Verfassungsschutzgerichtes 2018 in Schwerin gesagt hat, besorgniserregend ist auch das Zusammenwachsen von Extremismus und organisierter Kriminalität, wie dies jüngst auch in einer Analyse des BKA für Tschetschenen verdeutlicht hat, die in Neubrandenburg eine seit Jahren wachsende Community bilden. Das war natürlich erstmal ein Satz, wo dann im Nachgang natürlich viele Fragen aufgekommen sind, wenn ich so sagen darf. Deswegen auch gleich dahinter geschrieben, stimmt das Fragezeichen? Am nächsten Tag kam dann folgende Meldung, beziehungsweise in einer kleinen, also am nächsten Tag gab es schon eine Meldung dazu, dass es relativiert wurde, was ich jetzt nochmal gefunden habe, auch in einer kleinen Anfrage. Da hat sich das Innenministerium dann wie folgt geäußert. Der Minister hat lediglich die Feststellung getroffen, dass es in der Stadt Neubrandenburg eine beachtliche Zahl von Islamisten tschetschenischer Volkszugehörigkeit gibt und es daher angezeigt erscheint, dass die Sicherheitsbehörden die dortige Entwicklung und ein etwaiges Zusammenwirken von kriminellen und islamistischen Aktivitäten besonders aufmerksam im Auge behalten. Dann noch ein kleiner Zusatzsatz, der das dann am Ende doch wieder ganz doll relativiert hat. Der Minister hat zu keinem Zeitpunkt von Clan-Strukturen in Neubrandenburg gesprochen. Also soweit zu den Bezügen in MV. Insgesamt kann man sagen, dass wir mit diesem Phänomen hier in MV nicht zu tun haben. Es kann natürlich sein, dass die ein oder anderen Ausläufer, besonders aus Berlin, auch Geschäfte natürlich hier in MV unternehmen. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, aber dass wir hier in MV sogenannte Clans haben, das ist bis dato nicht so. Ja, was passiert im Bereich der Strafverfolgung und Prävention? Die Politik der vielen Nadelstiche bzw. der 1000 Nadelstiche. Warum macht man das? Also diese typischen Razzien in den Shisha-Bars, in den Wettbüros, in den Restaurants, in den Bars. Warum macht man das? Die Politik der vielen Nadelstiche. Ja, dazu gibt es auch Aussagen, die aus diesem Projekt KEEAS entstammen. Diese Abkürzung bedeutet Kriminalitäts- und Einsatzschwerpunkte geprägt durch ethnisch abgeschottete Subkulturen. Da hat man sich mal ein bisschen wissenschaftlich auseinandergesetzt mit diesem Thema und ist im Prinzip auch zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Politik der vielen Nadelstiche sinnvoll erscheint. Ja, und da habe ich mal was rauskopiert, ein Zitat, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb von Shisha-Bars, aber auch anderen Formen szenetypischer Gastronomie. Können sich Rückzugsräume für kriminelle Clans bilden. Die Häufung solcher zum Teil anmeldefreier Gewerbebetriebe in einzelnen Straßen und Quartieren, in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen, wie auch die damit verbundene Gefahr der Bildung segregierter Räume machen eine Kontrolle dieser Szene notwendig. Also das mal als Satz der Begründung, warum man diese Razzien ja in der Vergangenheit relativ häufig auch medial begleitet, polizeilich durchgesetzt hat. Als weiteren Grund hat man gesagt, dass natürlich die Bekämpfung der Clankriminalität eine erhebliche kriminalpolitische sowie mediale Relevanz entfaltet. Diese hat sich im Laufe der Projektarbeit sowohl aufgrund aktueller Einsatz- und Kriminalitätssagen als auch als Ergebnis von Initiativen von KEEAS deutlich gesteigert. Der kriminalpolitische Schwerpunkt Clankriminalität ist sogar in NRW im Koalitionsvertrag der Landesregierung in der Periode 2017 bis 2022 festgeschrieben worden. Also das hat man sich quasi als Auftrag für die Legislatur fest in den Koalitionsvertrag verankert. Ja, und darüber hinaus, diese Politik der vielen Nadelstiche, also diese Strategie, die man dort fährt, ist nicht allein auf Aspekte der Repression und Prävention begrenzt, sie dienen ebenfalls der Information der Öffentlichkeit über ein kriminalpolitisch aktuelles Phänomen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir nach meinem Vortrag gerade über solche Verfahrensweisen
auch durchaus nochmal diskutieren können, inwieweit diese auch im Nachgang sinnvoll erscheinen, diese großen Razzien, die dort ja in diesen Shisha-Bars oder ähnlichen Einrichtungen eben durchgesetzt werden. Ja, wir gucken natürlich auch auf die europäische Ebene und wir hatten in dem Lagebild ja gesehen, von den 45 Verfahren, die es im Jahr 2018 gab, konnte man dann auch noch feststellen, dass 35 Verfahren internationale Tatbegehungsweisen aufweisen und zwei weitere, da agierten die Tatverdächtigen auf überregionaler Ebene. Das stellt natürlich die Polizei und die Strafverfolgung, wie auch bei vielen anderen Deliktsbereichen, unter besondere Herausforderungen. Wenn internationale Bezüge da waren bei der Clankriminalität, dann vor allem im europäischen Ausland und hier insbesondere in Belgien, Frankreich, Italien, Niederlanden und Österreich. Die europäische Zusammenarbeit geht natürlich weiter. Man möchte gern ja, auf europäischer Ebene, insbesondere bei Europol, der europäischen Polizei, eine engere Zusammenarbeit mit sämtlichen Partnern der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und darüber hinaus bietet Europol selbst eine Vielzahl von strategischen und operativen Unterstützungsmöglichkeiten in diesem Bereich, sowie die Zoll-Fahndungsämter und BKA, die auch aktiv durch entsprechende Datenübermittlung an Europol unterstützen. Europol selbst bietet dann für die Polizeien eine Koordinierung von Rechtshilfe- und Ermittlungsmaßnahmen durch Eurojust und EJN, also die europäische justizielle das europäische justizielle Netz in Strafsachen. Und wir können über Europol sogenannte JITs, Joint Investigation Teams, organisieren. Das sind im Prinzip gemeinsame Ermittlungsgruppen, die auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Ein wichtiger Aspekt in der Strafverfolgung also nicht nur bei Kleinkriminalität, sondern bei organisierter Kriminalität insgesamt, ist der Aspekt der Finanzermittlung. Auswertungen weisen auf eine erhebliche wirtschaftliche Potenz einzelner Personen oder Familienverbände hin. Und das kann man teilweise erkennen in Nutzung teurer Pkw, wobei das nicht mal die eigenen Pkw sein müssen. Ja, Offensive vor allem auch in sozialen Medien, ja, eingestellt zur Schaustellung von Bargeldvermögen oder sonstiger Luxusartikel. Kauf von Immobilien. Bei Kauf von Immobilien fällt einem gleich die Beschlagnahme dieser 77 Immobilien des Remo-Clans ein in Berlin. Auch das gehört in diesen Bereich der Finanzermittlung. Und ja, über diese Beschlagnahme, da komme ich später auch nochmal darauf zurück, was die Polizei sich darunter vorstellt oder wie wir uns da verbessern können. Die Finanzermittlungen sind ein wesentliches Thema. Da komme ich in der späteren Folie auch nochmal drauf zurück, warum das so ist, was an Verbesserungen möglich wäre. Was aus dem Projekt auch schon beschrieben wurde, ist, dass wir eine verbesserte grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung hinbekommen könnten und es auch eine Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen geben sollte. Das heißt, wenn ich polizeilich gesehen von Deutschland aus, von mir aus in Belgien, einen Vermögensgegenstand sichern möchte, dass das nach den gleichen Rechtsgrundlagen am Ende erfolgen kann und wir, der Staat, am Ende auch diese Vermögensgegenstände einziehen kann. Ja, dann sind wir beim Aspekt der Standpunkte des Bund Deutscher Kriminalbeamter. Auch wir, hatte ich eingangs schon gesagt, haben uns mit dem Thema befasst und haben im letzten Jahr 2019 ein Positionspapier veröffentlicht. Wer das nachlesen möchte, der findet das auch bei uns im Netz auf der Homepage unter bdk.de im Suchbereich oder direkt hier als Link eine Broschüre, die ich für dieses Thema nur jedem empfehlen kann. Ja, und was haben wir zusätzlich zu dem, was ich bis jetzt erzählt habe, in den Folien vielleicht noch an Besonderheiten feststellen können? Also einmal zur Situation und Kurzhistorie der kriminalpolitischen Befassung. Die Forderung nach einer intensiveren Bekämpfung der Kriminalität arabischstämmiger Clans wird seit vielen Jahren
aus unserer Sicht immer dann laut, wenn es wieder zu spektakulären Straftaten oder zu öffentlichkeitswirksamen oder gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist. Was wir aber feststellen, ist, dass diese Forderung regelmäßig genauso schnell verhallt, wie sie laut wurde. Also wir haben zum Beispiel bereits 2003 von entsprechenden Medien den Hinweis bekommen, dass man bei diesen Gruppen, die wir unter Clankriminalität subsumieren, dringend polizeilich oder als Staat etwas machen müsste. Und das war bereits 2003. Zum polizeilich relevanten Personenkreis, was wir in unserem Positionspapier noch festgeschrieben haben, ist Folgendes: Als besonderes Bedrohungspotenzial haben sich arabischsprachige Gruppierungen herausgestellt, die als sogenannte Malamir, ich hoffe, ich spreche es falsch aus, richtig aus, Entschuldigung, Malamir-Kurden bzw. libanesische Kurden bezeichnet werden. Im Rahmen des, warum ist das so? Also im Rahmen des libanesischen Bürgerkrieges 75 bis 90 sind viele tausend M-Kurden auch abgekürzt, geflüchtet aus dem Libanon nach Westeuropa und sind dann vorwiegend nach Skandinavien und Deutschland geflüchtet. Das Grundproblem dabei war allerdings, dass viele Mitglieder dieser Großfamilien in Deutschland nicht arbeiten durften, weil sie offiziell staatenlos waren und ihr Aufenthaltsstatus daher ungeklärt war. Das Begehen von Straftaten wurde daher neben dem Erhalt von Transferleistungen zu einer Haupteinnahmequelle mancher Clanmitglieder, und ohne Arbeitserlaubnis war es eben so, dass diese Geflüchteten von Anfang an eigentlich in die Illegalität so ein bisschen gedrängt wurden. Gibt es dazu eine Frage? Ja, der Chat ist ein bisschen langsam. Es wurde noch gefragt von einem Herrn, dass so eine Forderung schnell verhallt, ist lächerlich. Ich zitiere: Wurde die Gefährlichkeit dadurch verkannt? Also ich verstehe jetzt die Frage so, dass man politisch diese Forderung so ein bisschen schnell verhallt ist und man im Prinzip jetzt im Nachgang sagen würde, die Gefährlichkeit solcher Clans hat man so ein bisschen, mit einem Auge zu vielleicht so betrachtet. Ist das jetzt richtig wiedergegeben worden, die Frage? Ob man die Gefährlichkeit jetzt in Gänze verkannt hat, das glaube ich nicht. Vielmehr stand diese, was wir heute unter Clankriminalität vielleicht bezeichnen, gar nicht so im Fokus der aktuellen Sicherheitspolitik, würde ich sagen. Ja. Also man kann das ja auch immer von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite natürlich diese spektakulären Einzelfälle, die wir dann medial natürlich auch alle konsumieren. Auf der anderen Seite, wenn man, wie gesagt, sich die Fallzahlen anguckt, die habe ich ja auch gezeigt im Bundeslagebild, da gibt es ganz andere Kriminalitätsphänomene, die vielleicht prioritär behandelt werden, so, weil am Ende vielleicht auch das Personal oder die Ressourcen in den Sicherheitsbehörden nicht ausreichend sind, um dort im Prinzip diese Gefährlichkeit vielleicht zu erkennen, um die Frage jetzt nochmal rund zu beantworten. Ich hoffe, dass sie damit beantwortet ist. Ich glaube, das ist auch eher so ein Statement, beziehungsweise das aus seiner Sicht, dass das oder sein Eindruck ist, dass die Gefahr ignoriert wird. So von. Also das würde ich nicht behaupten. Also ich weiß durchaus von vielen Dienststellen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, und das auch nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich auch schon seit Jahren. Also das glaube ich nicht, dass man das so weit runterbrechen kann, dass das wirklich ignoriert worden ist. Ich bin jetzt stehen geblieben dabei, dass dieser Personenkreis, der eben staatenlos war und dadurch auch keine Arbeitserlaubnis bekommen hat in der Zeit, von Anfang an eigentlich in die Illegalität abgeglitten ist, beziehungsweise auch für sich keine andere Möglichkeit erkannt hat. Das ist allerdings ein Umstand, der nicht als Entschuldigung für kriminelles Verhalten verstanden werden darf, bietet aber durchaus Ansatzpunkte für ein Verständnis der Problematik, beziehungsweise auch Ansatzpunkte, um zu sagen, das machen wir nicht nochmal falsch.
Ja. Wir haben diesen Personenkreis wie folgt nochmal charakterisiert. Also diese Clans sind in der Regel patriarchalisch geprägt. Die Führungsperson solch einer Großfamilie ist das Familienoberhaupt, Stammesälteste hat das Sagen, dann der älteste Sohn, dann der zweitälteste und so weiter. Jedoch ist nicht immer so, dass man von einer durchgehend hierarchischen Organisation ausgehen darf. In der Praxis zeigen sich immer wieder Abweichungen von der strengen Hierarchie bis hin zur Ablehnung der kriminellen Geschäfte durch kleine und oft isolierte Familienteile. Ja, was bezeichnet diesen Personenkreis noch? Also so dieser Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn, der trifft sehr stark auf diesen Personenkreis zu, denn dort existiert ein sehr stark ausgeprägtes Ehrverständnis. Die Familie steht über allem. Angriffe auf eine Einzelperson werden dann auch gleich als Angriff auf die gesamte Familie gewertet. Und vor allem junge Männer werden so erzogen, dass sie dann bei solchen Angriffen sich und ihre Ehre verteidigen müssen. Ein weiterer Aspekt, der auch erwähnt werden soll, ist auch, dass die im Herkunftsland üblichen Heiratsregeln dann auch hier in Westeuropa zur Anwendung kommen bzw. weitergelebt werden. Das heißt, die Eheschließungen erfolgen in der Regel endogam, das heißt innerhalb dieser Großfamilie. Oft ist es dann so in Richtung Cousinen, Cousins oder Großcousinen, Großcousins, wie auch immer. Ja, das hatte ich bereits erwähnt, die sogenannten Friedensrichter oder auch Parallelschlichter, die diesen Personenkreis besonders machen. Verwendet werden eigene Instrumentarien, die eben ohne oder mit erfolgloser Einbindung eines Parallelschlichters in Gewaltvergehen bis hin zu Tötungsdelikten durch Rachetaten enden können. Und das alles unter Abschottung der Öffentlichkeit, sondern das passiert alles innerhalb dieser Gruppen. Von daher auch für die Gesellschaft oder für die Sicherheitsbehörden eben schwierig, ja, zu intervenieren. Ja, die Verweigerung der Zusammenarbeit mit rechtsstaatlichen Behörden oder mit den Verfahren, das hatte ich bereits erwähnt. Wir haben natürlich nicht nur geschaut, was ist das für ein Phänomen, wie kann man es charakterisieren. Auch die Frage, ob Clankriminalität das richtige Wort dafür ist, die Frage haben wir uns als BEK natürlich auch gestellt. Da komme ich aber am Ende nochmal drauf zu. Was wir aber natürlich im Zusammenhang mit solchen Beschreibungen oder Positionspapieren immer machen, ist auch Vorschläge zu unterbreiten, Vorschläge an die Politik. Und da haben wir einen Bereich, der bundesweite Strategie sich nennt. Also wir hätten gerne eine Strategie zur nachhaltigen Strafverfolgung, die auch niedrigschwellige Delikte und Ordnungswidrigkeiten mit betrachtet und nach Möglichkeit konsequent zur Verurteilung führt. Ja, am Beginn von kriminellen Karrieren ist vordringlich auf eine zügige Verurteilung nach den Grundsätzen des beschleunigten Jugendverfahrens hinzuwirken, weil eben auch wissenschaftlich bekannt ist, dass ja die sogenannte Strafe auf dem Fuße mehr Wirkung erzielt, als wenn zwischen dem Vergehen und dem eigentlichen Strafverfahren oder dem Gerichtsverfahren Monate oder Jahre vergehen. Wobei mit Strafe, das will ich auch eingrenzend sagen, mit Strafe ist nicht unbedingt gemeint, jemanden in eine Justizvollzugsanstalt oder Jugendarrestanstalt zu schicken, sondern Strafe umfasst natürlich auch jegliche andere Resozialisierungsmaßnahmen. Ja, was wir gesehen haben, weil jedes Bundesland das irgendwie auch anders macht und auch die Ansprechpartner verschieden sind und die Phänomene ja nicht begrenzt bleiben auf irgendwelche Ländergrenzen. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass wir gerne Koordinierung stellen in den einzelnen Landeskriminalämtern hätten. Und auch auf Seiten der Amts- und Staatsanwaltschaften wäre es besser, sich dort untereinander und miteinander zu vernetzen. Ja, weitere Akteure spielen natürlich eine Rolle. Also Staatsanwaltschaft, Zoll natürlich auch, die Steuerfahndung, aber auch Jobcenter, Ausländerbehörden, Ordnungsämter und Sozialbehörden. Da sind wir häufig an dem Punkt, dass wir ja, gegenseitig uns keine Auskünfte erteilen dürfen und können, weil die Rechtslage einfach nicht immer gegeben ist, sozusagen. Ja, wir hätten natürlich auch gerne verstärkte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs.
die sich vorrangig auch mit dem Milieu beschäftigen und die natürlich auch einen wichtigen Input geben können in Bezug auf Strafverfolgung, aber auch Prävention im Bereich der Clankriminalität. Dazu natürlich auch gemeinsame Fortbildung mit diesen NGOs, die vielleicht auch Fortbildung für die Sicherheitsbehörden anbieten könnten, wo man in den gemeinsamen Austausch kommen kann und auch auf dieser Ebene feste Ansprechpartner. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, der sich Null-Toleranz-Strategie nennt, wobei ich persönlich mich ein bisschen schwer tue mit diesem Wort. So Null-Toleranz-Strategie hört sich ganz arg nach Law and Order an, aber es zeigt eben, dass diese Null-Toleranz-Strategie im Zusammenhang mit der Politik dieser 1000 Nadelstiche zu Erfolgen bzw. Erkenntnissen führen kann. Und diese Null-Toleranz-Strategie sagt eben, dass auch kleinere Verstöße festgestellt und beweissicher ja, aufgearbeitet werden sollen und dass dann am Ende auch die Summe der Verurteilungen den Erfolg macht. Auch selbst wenn man nicht hinter die großen Abläufe gewisser Clans hineinschauen kann als Sicherheitsbehörden, dann sollte man eben versuchen, viele, viele kleine ja, illegale Tätigkeiten dann eben gerichtsfest und beweisfest auch zu sichern. Was ein relativ wichtiger Punkt ist, wie wir finden, ist die rechtsstaatliche Verhinderung der Gründung von legalen Unternehmen. Also da würden wir uns wünschen, dass, ja, ich sag mal, Clanmitglieder, wenn das natürlich gesichert ist, dass es Clanmitglieder sind, die dann solche Lokalitäten wie Shisha-Bars oder ähnliches eröffnen wollen und damit an die Gewerbeämter oder Ordnungsbehörden rantreten, dass man auch da sagt, dass das unter rechtsstaatlichen Mitteln natürlich verhindert werden kann. Also da sind auch Verbesserungen möglich. Diese Null-Toleranz-Strategie, also gerade dieses Hineingehen in die Gastronomie und andere Lokalitäten, die genutzt werden, die dienen natürlich auch immer dazu, Rückzugsorte auch zu erkennen. Eine weitere Strategie ist die Intensivtäterbekämpfung und Ausweitung des täterorientierten Ansatzes. Hier geht es auch unsererseits darum, dass wir gerade Jugendkriminalität bekämpfen und die Intensivtäter betreuen. Und dieser täterorientierte Ansatz ist eben nicht nur repressiv zu sehen, sondern eigentlich eher auch präventiv zur Verhütung weiterer Straftaten. Was wir dazu allerdings brauchen, ist auch eine Stärkung von Ermittlungskompetenzen in eigenen kriminalpolizeilichen Einheiten, damit auch ja, der täterorientierte Ansatz überhaupt in Gänze umgesetzt werden kann. Und wenn nicht anders machbar, würden wir natürlich auch dafür plädieren, dass unter allen rechtsstaatlichen Voraussetzungen konsequente aufenthaltsbeendende Maßnahmen erfolgen würden. Ein weiterer Aspekt, der sich als sinnvoll in der Vergangenheit schon ergeben hat, ist auch in anderen Phänomenbereichen die schnellstmögliche Videovernehmung von Zeugen. Warum Videovernehmung? Ja, Videovernehmung ist am Ende auch ein Stück weit gerichtsfest. Die schnellstmögliche Videovernehmung dient dazu, dass ich diesen frischen Eindruck im Prinzip festhalten kann von Zeugen. Und ein weiterer Aspekt, wenn ich ja, die Vernehmung von Zeugen nach hinten raus verschiebe, besteht immer die Möglichkeit der Einflussnahme der Beschuldigten. Ja, das sagte ich schon, die Videovernehmung ist gerichtsfest. Dazu bedarf es allerdings auch ja, geschultes Personal. Dann kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Finanzermittlung. Da hatte ich ja schon einiges zu gesagt, dass das so das ist, wo man eigentlich der Meinung ist, das führt zum Erfolg für dieses Kriminalitätsphänomen. Allerdings gibt es da auch Verbesserungsmöglichkeiten, die wir sehen.
2017 hat sich bereits schon eine Änderung in der Vermögensabschöpfung ergeben. Und da komme ich wieder zurück auf diese 77 Immobilien des Remo-Clans, die man erstmal gesichert hat, sozusagen. Das war eben nur möglich durch diese Rechtsgrundlagen der Vermögensabschöpfung, wo man im Prinzip sagt, also wenn du mir jetzt nicht nachweisen kannst, aus welchen legalen Quellen deine Vermögenswerte kommen, dann ziehe ich die erstmal ein, weil ich den Verdacht habe, dass sie eben aus illegalen Quellen kommen. Ja, dieser Bereich, den würden wir natürlich gerne noch verstärkt sehen mit einer konsequenten, zügigen Anwendung. Und auf polizeilicher Ermittlungsarbeit gesehen, der sofortigen Einbindung auch der Finanzermittlung. Also die müssten parallel gleich zum Verfahren geführt werden und das sowohl polizeilich als auch bei der Justiz. Da habe ich nochmal ein Zitat gefunden, was ich aus der Praxis habe, was mir zugetragen wurde. Und nur wenn wir das Geld wegnehmen, haben wir Erfolg, denn das tut weh und erzielt langfristige Wirkung. Und das zeigen eben Ergebnisse, wissenschaftliche Ergebnisse, dass genau das eigentlich der Ansatzpunkt ist, um gegen dieses Kriminalitätsphänomen vorzugehen. Ja, wenn wir Vermögenswerte sichern könnten, dann wäre im Prinzip die Idee, auch mit diesen Vermögenswerten die Strafverfolgung insgesamt zu stärken, was sich in Personal oder Ausstattung niederschlagen könnte, aber eben auch in soziale Projekte mit kriminalpräventivem Charakter zu transferieren im Bereich der Jugendbetreuung, Jugendhilfe etc. und auch für die Einrichtung von Opferentschädigungsfonds. Auch damit könnte man mit den eingezogenen Wertgegenständen entsprechend Opfer zumindest finanziell vielleicht wieder entschädigen. Ja, im Bereich der Prävention haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Gerade jetzt auch neu zugewanderte Menschen sollten eigentlich schnellstmöglich Klarheit über ihr Bleiberecht erlangen. Und wenn möglich, sollte das Ziel sein, dass man auch die Person in Arbeitsverhältnisse vermitteln kann. Das ist so eine Erkenntnis gerade aus den Evaluationen der vergangenen Fehler, die man eigentlich gesellschaftlich gemacht hat. Was noch für zielführend erkannt worden ist, ist längerfristiger Sprachunterricht und gesellschaftlicher Unterricht. Also das heißt, wie funktioniert unser Staat, wie funktioniert unser Rechtsstaat, wie funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben hier, und das vorrangig, wenn möglich, durch Lehrende aus den Herkunftsländern. Und ein weiterer Aspekt ist die Verhinderung von Schuldistanz und andauerndem abweichenden Verhalten in der Schule. Ja, das ist ein Aspekt, der stark diskutiert werden kann und auch schon wird. Da sind wir auch nicht die Einzigen, die sich damit befasst haben, dass man prüfen könnte, dass man Kinder aus kriminellen Umgebungen, kriminellen Familien im Prinzip herausnehmen kann und in Obhut nehmen könnte. Ja, was da alles so dranhängt, die Folgeerscheinungen und auch die Folgeentwicklung von Kindern, das ist natürlich immer so die große Frage. Allerdings ist aus unserer Sicht abzuwägen, ob es sinnvoll ist, Kinder in Obhut zu nehmen oder dann eben auf der anderen Seite in kriminellen Familien zu lassen. Zumindest sollte eine Prüfung erfolgen. Auch die Prüfung der Kindeswohlgefährdung kann erfolgen, wenn Kinder dauerhaft in krimineller Umgebung sind, ob man dann nicht schon den Begriff der Kindeswohlgefährdung subsumieren könnte. Am Ende brauchen wir auch langfristige Aussteigerprogramme für alle Familienmitglieder und wir brauchen Auffangprogramme bzw. auch Mentoring vorrangig für junge Clan-Mitglieder. Ja, weitere Aspekte, die wir als Vorschläge dort haben, die wir in dieses Positionspapier geschrieben haben.
Was man machen kann, sind auch Strukturverfahren zu führen. Das bedeutet, dass ich mir erstmal Strukturen von gewissen, ja, von gewisser organisierter Kriminalität zunächst erstmal anschaue und auch die Strafverfolgung von leichten und kleinen Delikten zurückstellen kann, was über die Staatsanwaltschaften möglich wäre, dass sie sagen, also ihr braucht das jetzt nicht sofort verfolgen, diese Straftat, die dort begangen wurde, aber ihr müsst sie natürlich konsequent dokumentieren und später quasi verfolgen. Hintergrund ist der, dass oftmals in dem Bereich viele verdeckte Maßnahmen laufen und sobald Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden dann in offene Maßnahmen treten, wie zum Beispiel eine Durchsuchung, dann ist alles andere, was dahinter steht, quasi meist hinfällig. Und das ist immer die Abwägung, an welchem Punkt gehen wir in offene Maßnahmen oder ist es noch möglich, im verdeckten Bereich weiter Informationen erstmal über Strukturen zu sammeln. Ja, wir brauchen eigentlich spezielle Kammern für Clankriminalität bei den Gerichten, um auch Verfahren zu bündeln oder gemeinsame Fortbildung zu veranstalten. Das Vollzugsdefizit sollte abgebaut werden. Und wir brauchen auch in dem Bereich eine gewisse Harmonisierung der Gefahrenabwehr und Polizeirechte, ja, um eine Einheitlichkeit in den Bundesländern herzustellen. Und wieder auf europäischer Ebene gesehen, wünschen wir uns eine stärkere Einbindung von Europol, mindestens als Analyseprojekt, zum Bereich Clankriminalität, wenn nicht sogar zu, weiteren Projekten. Ja, dann bin ich an dem Punkt, eine Kritik und Zusammenfassung. Ich persönlich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken zu dem Ganzen gemacht, was ich Ihnen bis jetzt so zeigen konnte und habe einfach mal so ein bisschen Fragen formuliert. Ja? Das hatte ich eingangs schon gesagt, das fängt damit an, wie definieren wir den Begriff, was ist Clankriminalität? Stellt sich für mich schon mal und vielleicht auch fürs Publikum die Frage, wann ist eine Familie und wann ist sie ein Clan? Ja, wann ist es eine Großfamilie? Wer definiert das? Wer legt das fest? Was bedeutet eigentlich das Label des Nachnamens für nicht normabweichende Mitmenschen? Ja, also wenn ich den gleichen Nachnamen trage wie einer der berühmten Clans, die in den Medien rumgeistern, ich aber weder mit denen was zu tun habe, noch irgendwie illegalen Aktivitäten nachgehe, dann ist immer so die Frage, was macht das dann mit den Menschen? Ja, und wie reagieren andere auf diese Menschen? Dann ist auch noch eine Frage, welche Delikte führen eigentlich zur Erfassung irgendwann von Personen in die Dateien der Sicherheitsbehörden zum Thema Kleinkriminalität? Auch da gab es in der Vergangenheit medial schon gewisse Fragen, die gestellt wurden. Ja, welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Politik der 1000 Nadelstiche und Reaktionen wie im Anschlagsfall von Hanau? Vor der Shisha-Bar. Wie nachhaltig ist der ausschließlich repressiv ausgerichtete Zero-Toleranz-Ansatz, also Null-Toleranz-Politik? Ja? Also was kommt am Ende dabei raus bei dem hohen Personalansatz, den ich da fahre? Und ist es generell eigentlich förderlich, die Nationalität, libanesisch, arabisch, türkisch etc., als konstitutives Merkmal eines Clans zu benennen? Ja, in der Zusammenfassung noch ganz kurz ein paar Aussagen. Für eine tiefergehende Betrachtung und Analyse des Phänomens fehlt es an empirisch fundierten Erkenntnissen über den Aufbau und interne Prozesse krimineller arabischsprachiger Großfamilien sowie zu ihren kriminologischen Alleinstellungsmerkmalen im Zusammenhang mit den Fragen, die ich davor jetzt als Kritik geäußert hatte. Nach erster Literatursichtung existieren weder abgeschlossene Studien noch Evaluationen mit der Zielrichtung der vorbeugenden Bekämpfung der Kriminalität arabischsprachiger Großfamilien. In der jüngeren Literatur sind bisher nur vereinzelt Erkenntnisse dazu gewonnen worden. Nichtsdestotrotz zeigen gerade spektakuläre Einzelfälle und deren nachträgliche Auswertung, dass ethnisch abgeschottete Subkulturen ein nicht zu unterschätzendes Kriminalitätsphänomen darstellen, welches im Vergleich zu anderen Bereichen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark beeinflussen kann. Gerade weil die Sicherheitsbehörden relativ wenig zur Phänomenologie wissen, sollten vorliegende Erkenntnisse trotzdem bereits jetzt genutzt werden, um die Integration zu fördern und damit das Entstehen von, in Klammern, weiteren
Subkulturen unabhängig der Ethnie zu verhindern. Das sind nochmal so ganz kurz und knapp meine Grundaussagen in der Kritik und in der Zusammenfassung. Ja, soweit mein Vortrag. Jetzt wäre Zeit für Fragen.